Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3 The Wild Hunt mit dem Herzen aus Stein und dem Blut und dem Wein. Und ja, ich bin mit Geralt neuerdings hier auf Schatzsuche. Und jetzt wollen wir hier die Katzenschule finden. Ist das eine neue? Hier war ich noch gar nicht, oder? Dein Ruf eilt dir voraus, Geralt. Wer war das? Ewige Feuer. Sie lassen Gesindel rein und jetzt fürchten anständige Leute, sich das Haus zu verlassen. Was das ist, Weißhaar? Dubletten nach dem neuesten Modetrend. Ein ganzer Tag verschwendet. Gibt es ein Land, wo ich mehr von deiner Art finden kann? Das scheint hier das Nobelviertel zu sein. Hexenjäger. Kurfürstenplatz. Aha. Einst fand eine Mutter ihr Kind sterbend neben sich liegen. Wo gehobelt wird, das Verzweiflung ergriff sie. Sie wollte einen Arzt aufsuchen. Doch zum Glück sagte ihr Mann, dass kein Arzt helfen würde. Bah. Wisst ihr was? Und wir gehen erstmal dahin, decken das Fragezeichen auf und dann gucken wir gleich nochmal. Junge, geh mir aus der Sonne. Hast in Loch Moyenia ein schönes Chaos angerichtet. Mein Kind ist krank. Wieder wurde zu einer Wache gebracht. Das ist jetzt 3 Tage her. Da kann ich. Wenn die Kutsche der Nachbarn Schaden nimmt. Schon wieder in so eine Sekte hier reingelatscht? Du bist brutal, aber dein Herz kennt das wahre Feuer. Solange die Schwarzen die ein Ort der Macht. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Herrlich. Das Licht ist so krass, ne? Da stehe ich voll drauf hier, ne? Die ganze Atmosphäre beim Witcher. Wenn die Kutsche der Nachbarn Schaden nimmt, ewiges Feuer, entfache mein Leben. Oh, ich meinte. Boah. Alter, was ist denn hier? Was ist denn für ein Fuchsauflauf? Du doch schwitzen wie ein Schwein. Ja. Pass bloß auf, Mutant. Ach, ich weiß es auch nicht. Nerv doch nicht. So. Mir fehlt die Berührung einer Frau. Oh. Ewiges Feuer. Warum ich? Boah, was krass, ne? Schöner Sonnenuntergang. Das sieht nicht gesund für mich aus, wenn ich da runtergehe. Boah. Krass. Schon nice, Geralt. Kommen wir denn da auf andere Weise runter? Mann, hab ich gestern gesumpft. Mein Kopf gesumpft. Was Neues aus Vizima? Hier geht mal tiefer. Verzieh dich, du kannst mich mal. Boah. Na ja, egal. Schicke Thumbnail.
So schön, ne? Hinten auch noch so ein Leuchtturm. So, wo geht das denn hier hin? Das sieht doch gut aus. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Kann ich machen. Benutzt das Auge. Sollen wir schon mal hier Quen benutzen? Jo, was ist das? Ein Golem? Bärenhunde. Ne, Gorgo. Sieht das nicht aus? Gargol, Golem, Konstruktöl und Deuteriumbombe. Deuteriumbombe, Konstruktöl, Quen. Ja, dann hast du denn hier irgendwas, was der. Nö. Gruft kaufen, absolut. Aber sonst nix. Gut. Dann haben wir hier sowas. Konstruktöl. Mikrophagen. Da, Konstruktöl. Hau drauf. Und dann habe ich hier so eine Deuteriumbombe. Drachen. Kartesche. Ja. Besser als nichts, ne? Quen haben wir drauf, alles klar. Dann ab dafür. Guten Tag, der Herr. Ja, kurz. Haben wir, ne, Junge? Nehmen wir das. So. So, da geht's. Da geht's lang. Guck ich erstmal, was hier so ist. Mal, ja, das kannst du anmachen, ja. Das auch mal anmachen. Schwiss nicht. Das ist das Gute bei den Fackeln, dann kann man schon mal markieren, wo man schon gewesen ist. Was haben wir hier? Oh, guck mal, hier ist. Haha. Weiß ich nicht. Will ich hier lang?
Was eine wundersame Höhle hier. Oh. Ui, das stinkt aber hier wohl. Was haben wir hier? Nur noch. Rechnung für einen Golem. Rechnung für einen Golem, ausgestellt von Jehuda Löw, Käufer. Gekaufte Waren, Wachgolem. Tonerde, Porzellan. Garantie, im Falle einer Beschädigung der Keramik, bitte bei der nächsten Niederlassung von Jehuda Löw und Lehrlinge melden. Der Golem kann nur von qualifizierten Mitarbeitern des Unternehmens wieder instand gesetzt werden. Ja, wenigstens das, ne? Was sonst noch was hier? Da, nehmen wir mit. Was war das? Eine Erscheinung. Geh mal, wo du kommst, erscheinen. Das prangere ich so ein bisschen an, ne? In Skyrim, da gibt es wenigstens hier so ein Fachmann, der die Schalen anzündet. Hier muss ich da alles selber machen. Das ist doch irgendwie, ne? So. Mal ein bisschen hier Atmosphäre, ne? Das? Noch eine Fackel. Weiß nicht. Sollten wir direkt hier reingehen? Verschlossen. Schlüssel benötigt. Ach so. Ist ich gar nicht. Pilz nehmen wir auch noch mit. Den auch. Weißt du, da stellen die extra so einen Golem dahin, ne? Damit nicht irgendjemand kommt und unbefugt einfach irgendwelche Sachen mitnimmt. Blicke in die Tiefe und finde Erleuchtung. Mhm. So. Den Golem haut der Hexer mal ebenso aus dem Leben. Ist das ein Rätsel oder was? Forschungsnotiz. Gemäß den Anweisungen unseres Leiters Irenius Steingart haben wir eine Reihe von Studien am Erbgut der Wesen durchgeführt, die allgemein als Ertrunkene bekannt sind. Traurigerweise hat das verabreichte Kugelfischgift alle Exemplare der Studie in ein Koma fallen lassen. Nach 24 Stunden endeten die vitalen Funktionen der oben genannten Exemplare, sodass wir die Studie nicht fortsetzen konnten. Ja, ist das schlicht schlimm? Benutzen wir einfach. Okay. Mhm. Ich nehme mal an, die sollen alle irgendwie nach innen gucken, oder? Was ist das hier? Untersuchen.
Hör mal, ist aber eigenartig. Warum sagst du denn nichts dazu? Oder die sollen alle nach außen gucken. Ja, ich nehme an, die sollen nach außen gucken. Schön. Lass es bleiben. Weil den kann ich, oder? Ja doch, ich kann die alle nach innen gucken lassen. Dann lass sie nach innen gucken. Aha. Da tut sich was. Ertrunkener oder wie? Gibt's denn ja sonst noch jemand? Was haben wir denn da aufnehmen? Geheimnisvolles Rezept. Lieber Pascal, lieber Timo, da ich etwas Zeit zwischen den Behandlungen habe, die ich diesen stinkenden Ertrunkenen verabreichen muss, schreibe ich euch, wie versprochen, das Rezept meines berühmten scharfen Huhn-Kürbis-Eintopfs auf. Kürbis, Hühnerschenkel, in Klammern, oder Brust, wenn es nicht anders geht. Kokosmilch, in Klammern, schwer zu bekommen, aber es gibt ein Schiff des Importhandels Opikelberg und Söhne, das jeden ersten Mittwoch im Monat den Hafen von Novigrad anläuft und alles Mögliche verkauft, sogar gestreifte Pferde. Ja, das sind Zebras. Restliche Zutatenliste unleserlich, seid zerrissen. Den Rest werdet ihr sicherlich alleine hinbekommen. Viel Erfolg. Jetzt schuldet ihr mir einen Gefallen. Ich weiß ja nicht. Ne? Was ist hier? Wollt's nicht? Komm. Mach Fackel an. So, und jetzt soll ich hier scheiß Ertrunkene im Wasser attackieren, oder wie? Naja. Ich nehme an, wir haben jetzt, was wir brauchen, ne? Wir haben jetzt den Schlüssel. Dann geht jetzt auch die Tür auf, hoffe ich doch mal. Ja, interessant gemacht hier. Interessant gemacht. Aufgeschlossen. Wir knieten da.
tanzen wir. Guten Tag. Alter, wo bist du für einer? Dann mit Gewalt. Mondklinge. Labornotizen. Schema Katzenhose. Katzenhandschuhe. Katzenstiefel. Alles am Start. Ja, nicht alles. 4 von 7. Tag 1. Zum Glück hat der Teleport uns direkt in mein Labor gebracht. Es ist gut, zu Hause zu sein. Diese lecke Nussschale hing mir zum Hals raus. Hoffentlich hat der Sturm, den ich beschworen habe, sie auf diese spitzen Riffe vor Grashügel geworfen. Die Experimente, die meine Studenten in meiner Abwesenheit mit den Ertrunkenen durchgeführt haben, haben nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht. Wie üblich muss ich alles selber machen. Ich werde dem Subjekt einen absurd medizinischen Optimus verabreichen. Diese Mohnblumenmilch hält den Hexer halt bei Bewusstsein, sodass er zu keinerlei Widerstand fähig ist. Die Studien beginnen. Anmerkung, ich muss meine geplanten Experimente unterbrechen, solange ich den zerstörten Teil meines Labors in Ordnung bringe. Die Knochen im Unterarm meines Assistenten habe ich gerichtet. Ich werde dem Hexer jetzt eine vierfache Dosis Mohnblumenmilch verabreichen. Tag 4. Das Subjekt zeigt die erstaunliche Widerstandskraft gegen physische Folter. Es war erst nach dem zweiten Tag intensiver Arbeit gebrochen. Moderat befriedigende Ergebnisse des Verhörs. Ich konnte Informationen zur Hexerausbildung und der Katzenschule allgemein gewinnen. Wie ich vermutete, sind die Hexer der Katzenschule größtenteils elfischer Abkunft. Die Schule muss irgendwie mit den älteren Völkern in Verbindung stehen. Addendum: Vielleicht war der Begründer ein N-Scheide-Elf. Subjekt ist zu weiteren Studien nicht mehr geeignet. Ich setze die Mohnblumenmilchgaben aus. Tag 7. Ich verabreichte einen Extrakt aus Wasserschierling und Schierling. Bei typischen Vertretern der N-Scheide verursacht eine solche Mischung eine Paralyse des peripheren Nervensystems und schließlich auch der Nervenenden. Dies führte zur Paralyse der Muskeln, des Stützapparats, der Lungen und des Herzens. Schließlich tritt der Tod durch Erstickung ein. Natürlich ist der Hexer kein typischer Vertreter irgendeiner Spezies. Das Gift schien zwar eine milde Irritation seines Nervensystems zu bewirken, doch sein mutierter Körper konnte die schädliche Alkaloide rasch neutralisieren. Binnen Stunden sind alle Symptome des Gifts, das ich verabreichte, abgeklungen. Tag 15. Injektionen des Seewespentoxins erbrachten nicht die erwarteten Ergebnisse. Zur Verstärkung der Giftwirkung habe ich Ethylalkohol in seine Wunden gegossen. Sein Nervensystem ist offenbar immun. Tag 26. Das Subjekt wurde gefoltert, vergiftet, verbrannt, eingefroren, ausgehungert und dehydriert. Trotz alledem funktioniert sein Körper weiterhin. Es isst und trinkt selbstständig, bewegt sich eigenständig durch die Zelle und kann einfache Worte wie bitte trinken, nicht wehtun, aufhören, artikulieren. Schluss. Wie ich vermutete, ist der Hexer der ideale Besessene. Ein Dämon, der in einen so exzellent vorbereiteten Körper gebannt wird, wird zum leibhaftigen Tod, zum Rachegeist aus Fleisch und Blut und untersteht meinem Befehl. Seit den Zeiten von Malaspin und Al-Sur ist es niemandem gelungen, ein Wesen von solcher Macht zu erschaffen. Das ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Zeit, mit der Beschwörung zu beginnen. Alter, der Typ hat ja mal krass einen am Sender gehabt. Was haben wir hier? So. Was haben wir hier? Noch mal ein paar Schemen. Oder Schemata. Da haben wir auch noch ein Kissen. Perlen des Nordens, Ochsenfurt. Ach komm.
Ochsenfurt, ein Kleinod, das sich nördlich von Novigrad am Ufer des Ponta befindet. Eine Quelle des Wissens auf redanischem Boden, die nicht nur die größten Gelehrten des Königreichs, sondern den ganzen Norden nährt. Wenn man durch die heiligen Hallen der Akademie schreitet, begibt man sich auf eine Reise des Lernens. Von den feinsten Standpunkten der Philosophie hin bis zu den größten Pinselstrichen der Kunst, mit Unterbrechungen, um unterwegs die Architektur und die medizinischen Präparate zu bewundern. Sobald man zur Seite blickt, sieht man Reisende, wie man selbst einer ist, die sich ebenso auf dem Pfad des Lernens begeben haben. Die Studenten, sie bevölkern die Straßen von Ochsenfurt und verleihen der Stadt einen jugendlichen Charakter, der spürbar ist, sobald man sie betritt. Studentenunterkünfte stehen dicht beisammen, Buchhändler verkaufen an jeder Ecke gebrauchte Folianten und unter jedem Baum debattieren junge Menschen leidenschaftlich über Poesie. Trotzdem ist die Jugend keineswegs nur unschuldig und gesetzestreu, und es mangelt ihr auch nicht an jenem anderen klassischen Zeitvertreib. Auf den Straßen der Stadt geht es bei Tag und besonders bei Nacht laut und fröhlich zu. Obwohl die Stadträte den Verkauf von Alkohol nach Einbruch der Dämmerung verboten haben, scheint sich kaum jemand daran zu halten zu wollen. Was überaus klug ist, denn jeglicher Schlafmangel wird durch die Gewinne mehr als wettgemacht. Die Einnahmen füllen die Taschen der Schankwirte und die nächtlichen Gesänge der Barden erfüllen die Seele. Architektonisch zu erwähnen sind die erst kürzlich ausgebesserten Aquädukte der Elfen, die zur Reinigung der Kanalisation dienen. Sie sind Zeuge des kreativen Geistes der Stadt. So etwas ist in der zivilisierten Welt kein zweites Mal zu finden. Dennoch wird das architektonische Bild der Stadt von der Akademie von Ochsenfurt bestimmt, deren Gebäude wie eine funkelnde Krone hervorstehen. Nur wenige erinnern sich heute noch daran, dass diese von den Elfen errichteten Bauwerke älter sind als die Stadt selbst. Die Akademie hat der Stadt ihren Namen gegeben und nicht umgekehrt. Heute genießt die Akademie von Ochsenfurt einen so guten Ruf, der nur der Kaiserlichen Akademie in Nilfgaard das Wasser reichen kann. Berühmt ist die Akademie für die Lehrstühle der Alchemie, der Naturgeschichte, von Minnesang und Poesie, der Medizin und Arzneikunde, der Technik und zu guter Letzt der Philosophie. Leckt mich an Arsch. Ich habe ja die Folge ordentlich was zu lesen. Ausmachen? Nö, lass das Pentagon mal an. Was bist du eigentlich hier für ein Typ? Bist du hier der Hexer, mit dem man da Experimente gemacht hat? Ich habe keine Lust mehr. Reicht jetzt mit Lesen. Wir haben genug gelesen, die Folge. Gnomische Scherze. Kratzt den Schmalz aus dem Hundeohr, tränkt Baumwollzwirn damit, steckt den Zwirn in eine Lampe und von grünlicher Färbung und stellt diese inmitten einer erwartungsvollen Meute auf. So soll sie soll schwören, dass sie einen Hundekopf sieht und dies keine Zauberei ist, sondern gute Kunde. Ich glaube, das hatten wir schon. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Da haben wir gerade aufgesammelt. So, haben wir alles hier, wa? Alles klar. So, wo müssten wir denn dann als nächstes hin für die Schatzkarte? Aha, hier. Ja, guck an. Wisst ihr was? Schnappen uns ein Boot. Was war das hier? Aber erstmal müssen wir hier wieder raus. Ich weiß nicht wieso, aber Naht hat gesagt, hier die Schatzsuchen, die wären gut, um eben coole Ausrüstung zu kriegen. Und da ich selbst keine Ahnung habe, probieren wir das einfach.
Sag mal, könnte ich eigentlich auch hier runter und dann geht das? Oh. Das geht, weil da vorne steht ja ein Boot. Ja, wie ein Kampfschwimmer der Hexer hier. Ja, wir haben ja gerade gelesen, ne, was du mit so einem Hexer alles anmachen kannst. Vergiften, ertränken, verbrennen, vierteilen, zerhacken. Macht denen allen nichts. Steuer übernehmen. Dann düst mal darüber. Das ist eine Kiste. Katvenischer Gambason. Verbesserter Mondstaub. Assassinenhose. Schön. Ist da was bei? Für uns? Guck mal hier, Mondklinge. Stufe 15. Ups. Die ist genauso gut wie unser meisterlich gefertigtes Silberschwert. Nur Erdenzeichen in kritischer Trefferbonus 14%. Kritische Trefferchance. Ich glaube, die nehmen wir. Komm, nehmen wir. Was ist das? Ja, die nehmen wir nicht. Ist er hier? Assassinen. Die geht ab. Igni. Können wir gleich da reinballern. Was ist das? Tja. 79 zu 85, ne? Fällt mir leicht. Aber Durchbohrungsschaden, Zerschmetternresistenz. Wie würde denn das aussehen? Oh, ne. Man muss auch ein bisschen auf den Style achten, ne? Na gut. So, was haben wir denn hier noch an Adrenalin? 2. Was ist denn hier? Chance auf Verbrennen. Ist aber bei einem Silberschwert, glaube ich, nicht, ne? Zeichenintensität. Komm, nehmen wir das. Und dann haben wir hier Chance auf Einfrieren. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. 3% Adrenalin. Mit dem Adrenalin, das habe ich immer noch nicht wirklich gecheckt. Komm. Angriffskraft nochmal drauf. Und dann ist das gut. Wie weit haben wir das denn? Ja. Einmal hier quer über den ganzen Jordan segeln. Na gut. Dann Schiff ahoi. Er steht da auf dem Wasser rum. Was ist denn das da für eine Burg?
Durchsuche das Wrack des Fliegender Hirsch. Müssen wir Wrack tauchen gleich, oder was? Beziehungsweise wahrscheinlich nächste Folge, ne? Dann ich weiß nicht, ob ich das in angemessener Zeit darüber schaffe. Ich glaube, wir donnern gleich irgendwo gegen, Geralt. Oh, guck mal, ein Leuchtturm. Oh, nice. Wie das aussieht, schaffen wir das doch. Kannst mal gucken. Geht schneller als man denkt. Jetzt wollt's hier nicht rein, aber. Achso, da muss ich. Erst rein. Hier ist nix. Wer kreischt? Notizen des Magiers. Katzenarmbrust. Kian hat auf dem fliegenden Hirsch als eine Art Wache angeheuert. Ein Sack prall gefüllt mit Novigrader Kronen hat den Captain überzeugt, mich in seine Kajüte unterzubringen. Es läuft alles nach Plan. Eigentlich finde ich diese Expedition sogar amüsant. Ich bin froh, dass ich die Entführung nicht von irgendeinem hirnlosen Muskelprotz erledigen lasse. Ich selbst kriege sie eleganter hin. Er ist vorsichtig. Mit einem beiläufig platzierten vergifteten Apfel wird ihm nicht beizukommen sein. Ich werde ihn wohl mit einem Zauber von den Füßen holen und per Teleport fortschaffen müssen. Hoffentlich landen wir nicht irgendwo mitten auf der Tempelinsel, sondern in meinem unterirdischen Quartier. Die Kraft, die aus meinem Labor pulsiert, stößt einen Gutteil seiner Versuche ab, nach Hause zu teleportieren. Sehr hohes Resistenzniveau gegen physionische Zauber. Zeit, die zur vollständigen Durchdringung seines Nervensystems erforderlich ist. Mindestens eine halbe Stunde. Noch ein paar Augenblicke und der Hexer ist transportbereit. Jetzt muss ich nur noch unsere Spuren verwischen. Wie wär's mit einem kleinen Wetterumschwung? Während ich auf günstige Witterung wartete, durchsuchte ich seine Sachen. Es waren einige sehr interessante Dokumente darunter, eine Karte von Estia und Handwerksschematas elfischer Herkunft. Randnotiz, hochinteressante Zeichnung einer einhändigen Armbrust, vermutlich für die Jagd auf Drakonide oder Ornithosaurier. Muss während des Verhörs danach fragen. Ich finde, meine Theorie bestätigt, dass die Hexer der Katzenschule Elfenwaffen einsetzen. Und man höre und staune, Notizen von Professor Sigismund Golga, es ist offensichtlich, dass der Hexer etwas mit dem Verschwinden des berühmten Professors zu tun hat. Könnte sein, dass ich es mit diesen Komolumbini etwas übertrieben habe. Keine Zeit zu verlieren, ich muss uns evakuieren. Ja, scheiße, jemand an. Der war ja total durchgeknallt, der komische Zauberer. Haben wir denn alles schon erledigt hier, oder was? Hier ist auch unten drunter nichts mehr. Wohl nicht. Jetzt bin ich hier quer über die. Den holen wir uns noch, ne? Ist er hier? Logbuch des Captains. Ich werd doof hier.
Haben Novigrad verlassen, segeln Richtung Süden nach Bremervort. Alles ist ruhig. Sind in Bremervort angekommen, Hafen ist voll. Viele Hulken, 6 Koggen, eine Karacke und fast ein Dutzend Langschiffe. Seltsam, auf fast der Hälfte dieser Langschiffe sind Freibeuter, die für das Kaiserreich fahren. Was will das alte Nilfgaard mit einer Piratenflotte und warum liegt sie in Bremervort? Beladen, abgeschlossen, alle Papiere sind an Bord, wir verlassen Bremervort mit Kurs auf Novigrad. Seltsam, ein Magier hat eine Unsumme bezahlt, um eine Kabine mit dem Hexer teilen zu können. Mutanten finden sich wohl anziehend. Der Hexer ist ein echter Schatz, nicht nur wegen der Monster, selbst die Zöllner sind in Kijans Gegenwart höflicher. Und sie sind nicht ganz so skrupellos wie sonst. Scheinbar haben die Legenden, die sich um unseren Hexer ranken, ihren Diensteifer gebremst. Schneller Druckabfall, der Wind hat gedreht. Könnte jetzt diesen Magier gebrauchen, der dem Hexer wie ein Schatten gefolgt ist. Aber die beiden sind nirgends zu finden. Feiglinge. Der Bootsmann sagt, er hätte heute Morgen einen schrecklichen Lärm in der Kabine des Hexers gehört und helle Blitze wären unter der Tür zu sehen gewesen. Seitdem ist es ruhig. Muss nachsehen. Die Kabine ist leer, kann das Schiff jetzt nicht durchsuchen. Wir müssen die Segel reffen, schaffen es nicht bis in den Hafen, müssen draußen auf See bleiben. Wir werden die Stacksegel hissen und hoffen, dass die Götter uns über uns wachen. Ja. War sich nix. Wer kreischt denn hier? Oh. Du bist doch hier. Warte kurz, ich muss nachgucken, was du für ein Vieh wieder bist. Hier, sowas ist das, ne? Was gibt da? Drakonidenöl und Art. Alles klar. Warte. Habe ich nicht, wa? Doch, habe ich. So, jetzt können wir. Bleibst du hier unten, Junge? Zwar ein Basilisk, aber ist mir Latte. Hau einen Basilisken weg. Bist bestimmt auch hier so ein Drakonidenvieh, oder? Der Hexer, der geht aber ab. Guck mal, der hat die Pferde gefressen. So, wo ist der Schatz? Du bist der Schatz, oder was? Langkrallrelikt. Sonst ist hier nichts. Wie spät ist das? Eddie's Zeit. Gut. Ja, gucken wir uns morgen das hier nochmal an. Und wo geht das dann hin? Hier. Hier ist auf jeden Fall anwesend der Vogelbutz. Kann man ja mal gucken, was da so abgeht bei denen. Gut. Alles klar. Wisst ihr was, Hexer? Dann, meditieren wir mal bis 5 Uhr. Steht aber hoch die Sonne für 5 Uhr. Gut, so. Mit Boot.
an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Bye, bye.